Und damit willkommen zu meinem ersten jetzt wieder richtigen Video. Und zwar ist das eher so ein kurzes Video, denn durch mein neues Tonaufnahmegerät sage ich jetzt einfach mal freundlicherweise, also ich bin nicht wirklich zufrieden damit, aber ich muss ja irgendwie Videos machen. Deswegen ist das jetzt nun eine Notlösung. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr vielleicht den Ton findet, weil vielleicht sagen auch manche, boah, der ist viel besser als vorher. Ich finde es nicht, aber wenn ihr es meint, schreibt es bitte in die Kommentare oder andere Tipps auch. Finde ich immer super, weil dadurch kann ich mich ja auch verbessern. Gut, jetzt zum Video. Und zwar habe ich ja das aufgenommen und da ist mir ein paar Sachen aufgefallen. Nämlich nehme ich ja mit einem Diktiergerät auf und das Audioformat davon ist irgendwie M4A oder sowas. Auf jeden Fall keins, was man normal benutzen kann. Deswegen muss ich die Datei konvertieren. Und dafür habe ich einen guten Konvertierer herausgefunden und zeige euch, wie das geht. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich sonst gezeigt habe in meinen Tutorials, aber ihr müsst euch leider darauf einstellen, dass diese ganze illegale Sache jetzt langsam vorbei ist und ich eher so PC-Tutorials mache. So von Sachen, wo manche keine Ahnung haben, wie das geht und so weiter. Also, das ist der Free Audio Converter. Und ja, der Download-Link ist hier. Einen Augenblick. Hier. Und ja, ganz normal zum Download, wie ihr das kennt. Download Server Ship. Alles gut. Muss ich natürlich euch jetzt nicht zeigen. Dann die Datei habt ihr dann. Die müsste doch noch in der Liste sein, oder? Ja. Hier. Das ist die. Draufklicken, Doppelklick, ausführen. Ganz normal, wieder ganz normales Setup-Ex. Und ja, dann eine Datei hinzufügen. Und zwar hatte ich hier, genau, ich speichere mir alle meine hier mehr einzeln auf. Und dann hatte ich hier die Datei irgendwo, aber ich habe die jetzt gelöscht. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal an, das ist jetzt hier. Nehmen wir das? Genau. Gut, das ist jetzt WAV. Und ihr wollt das jetzt zum Beispiel, genau das war es, dieses M4A, das hatte ich. Und für YouTube braucht man WAV oder halt MP3. Warum verspreche ich mich ja dauernd? Egal. Also ihr könnt euch dann auswählen, was ihr braucht. Die gängigsten sind eigentlich WMA, WAV und MP3. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal MP3 als Beispiel. Dann habt ihr hier die Datei. Die markiert ihr. Jetzt könnt ihr das auch noch umbenennen, wie ihr wollt. Präfix und Postfix. Ein Datum einbeziehen und so weiter. Das ist aber Kleinigkeiten, die müssen euch nicht gezeigt, muss ich euch nicht zeigen. Dann gibt es hier noch die Qualität. Original, lame. Und so weiter, Standard, da könnt ihr die Kilohertz-Zahl ändern. Müsste man auch irgendwo, ja, 32 auch Kilobits und alles weiter. Das ist aber unwichtig. Wer jetzt alles habt, konvertieren. Einen Speicherort natürlich auch noch suchen, aber keine Playlist, die braucht ihr nicht. Dann macht ihr konvertieren, habt ihr da die Bearbeitung. Dann seht ihr auch noch die Prozente, das finde ich persönlich gut, dann weiß man direkt, wie lange das dauert. Prozess abgeschlossen, schließen und ihr habt hier eine MP3-Datei. Das Prinzip ist komplett einfach. Ich glaube, wenn ihr Free DVD-Konverter eingibt, kriegt ihr auch dasselbe nur als DVD. Ja, steht auch hier DVD-Videosoft. Benutzt den wirklich, der ist echt super. Es gibt eigentlich nichts, was an dem schlecht ist, glaube ich. Funktioniert schnell, gut und ja. Und das war's dann zu dem Video. Und Werbung kommt natürlich immer und ich möchte es nicht kaufen. Bis dann!